Ich bin auf dem Weg nach Jerusalem. Was mir dort geschehen wird, weiß ich nicht. Außer, dass mir der Heilige Geist kundtut, mich würden in jeder Stadt Haft und Verfolgung erwarten. Doch halte ich mein Leben nicht für besonders wertvoll, wenn ich nur meinen Weg vollenden darf. Und das Amt, das ich von Jesus empfangen habe, nämlich die frohe Botschaft von Gottes Gnade zu verbreiten. Denkt immer daran. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts.